Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons Link Game Teil 2. Und wir sind eben noch hier in der Knorrwurzelhöhle, oder wie hieß das Ding nochmal? Knorrwurzelhöhle, genau. Jetzt schauen wir mal. Mir fällt auch auf, dass ich gar kein Schild habe. Warum habe ich kein Schild? Wo bekomme ich ein Schild her? Kann ich ein Schild kaufen? Das soll ich vielleicht davor machen. Ja, ruft mich jemand an. So, weiter geht's. Ja, ich habe jetzt tatsächlich geschaut, was ich denn, nachdem ich telefoniert habe, ob das normal ist, dass man kein Schild hat. Und habe festgestellt, man kann ein Schild bekommen, das ist nur ziemlich unlogisch. Meiner Ansicht nach, wie das da gelöst worden ist. Ich hatte mich gewundert, hä, es kann ja nicht sein, wenn man hier diesen Gasha-Kern kauft. Gasha-Kern nur 30 Rubin, okay. Du hältst einen Gasha-Kern. Steck ihn in ein Fleckchen weicher Erde. Da man wohl im normalen Spiel den Schild anders bekommt, ist es so, dass man im Dingspiel das so machen muss. Ist ein bisschen seltsam, also. Ja, man dachte, das kann ja nicht sein. Ich hatte gedacht, ich schaue das jetzt ehrlich gesagt nach, weil es hat mich gewundert. Weil normalerweise kriegt man ja relativ flott ein Schild. Geld. Liebe es, wenn man tatsächlich einfach versucht, Rubine zu organisieren und es nicht funktioniert. Thank you.
will mir einmal ein Schild kaufen und sowas, weil ein Schild ist sehr praktisch. Gibt's doch nicht. Warum kriege ich hier keine? Oder man bekommt vom Laub keine Rubine oder nicht so viele. Aber grafisch muss ich sagen, ist das Spiel sehr hübsch. Ich glaube, ich brauche eine Schaufel. Ich brauche jetzt nur noch einen Rubin. Endlich. Es hat ja bloß 10 Minuten gedauert. Holzschild. Macht 30 Rubine. Ja klar, her damit. Jetzt ein Holzschild. Sehr schön. Endlich kann ich mich hier mal umschauen.
Da kriegt man echt viele Feen. Karte drücke Select, um sie zu sehen. Dunkle Felder zeigen und besuchte Räume an. Sehr schön. Sieht aus wie ein Regenschirm. Von der Grundform her. Gaschelkern, okay. Dann habe ich ja schon 2 oder 3, 2, okay. Ach, da kommt was, sehr schön. Im Bomben, okay. Ja, cool, die Leute schauen sich nie Explosionen an, okay.
Bisschen assig. Ja, toll. Noch schauen, ob ich da vielleicht eher einen an Dinge kommt, die ich mir holen kann. Nein, okay, da war ja nichts. Nee, dann geht's so weiter. Zum Glück. Ach komm. Die Hitbox leicht unterschätzt. Na egal. Knurr, du gelangst keinen Schritt weiter. So, dann schauen wir doch mal. Moment, wo bin ich jetzt? Da, ja. Da unten, genau, da wäre was gewesen, aber da komme ich nicht. Ach, ich habe eine Vermutung, da muss ich doch wahrscheinlich hier rum. Schauen wir mal. Genau, das wollte ich nämlich haben. Du hältst den Saatbeutel. Er enthält bereits 20 Blutkerne. Sehr schön. Ich muss sagen, bislang mit dem Game Boy Advance zu steuern, ist tatsächlich relativ gut. So.
hat der Teleporterpunkt ist ja gar nicht. Am Anfangsbereich, das ist interessant. Der große Schlüssel, den habe ich gefunden. Sehr schön. Auch der erste Dungeon geht dann doch relativ flott. Ja, dann muss ich bloß... Genau. Am Anfang gar nicht geradeaus gegangen. Ringe Licht zu den Fackeln. Okay. Das ist aber hübsch. Also dieses Bodendesign finde ich relativ schön gelöst. Das war ja in Oracle of Ages auch schon ja, optisch sehr schön gelöst. Deswegen läuft dieses Spiel auch nicht auf einem regulären Gameboy. Oh, ich habe einen Ring gefunden, sehr schön. Gibt es da eine begrenzte Anzahl an Händen, die kommen, oder? Dann schauen wir doch mal. Du erhältst einen Herzcontainer. Herzcontainer, ja genau, ja. Ja, ich hätte es etwas eleganter lösen können, aber mei. Das ging ja richtig flott. Okay. Du erhältst Mutter Erde, oder Mutter Erde eher gesagt, eine Essenz der Natur. Diese Mutter Erde nährt die Saat, die auf die Felder gestreut wird.
Huah, ich bin es, der Magebaum. Mir ist etwas Muttererde zugute gekommen. Ich fühle mich schon gestärkt. Oh, in meinen Träumen sah ich den Tempel der Jahreszeiten inmitten eines eigenartigen Landes. Dort bemerkte ich ein wertvolles Objekt, das dir Mob eine Hilfe sein wird. Mehr sehe ich zurzeit nicht. Ach, die gibt's hier auch. Oh, pass doch auf, wo du hinläufst. Du bist eben mit Martha, dem Lehrling der großen Hexe Sirup, zusammengeprallt. Dank dir ist mir der ganze Kram aus der Tasche gefallen. Die große Hexe wird ausrasten. Weit und breit kein London-Ei und nun das. Ich werde mir einfach dein Zeug schnappen. Mein Finderlohn. Ah, jetzt tut's dir leid. Aber ich habe mehr als vorher. Und tschüss. Ah ja, schauen wir doch mal, was gibt's hier Schönes. Ach. Okay. Psst, verrat es nicht weiter. Ich habe nichts mehr für dich. Okay. Ah, da gibt's, glaube ich, daneben den anderen und der zieht einem wieder Geld ab. Nein, doch nicht. Okay. Gibt's ja manchmal. Jetzt eine Gaschenuss, sieh nach, was in ihr steckt. Ein Ringweidenuss. Ups. Ich bin gegen das Mikrofon gestoßen, jetzt müsst ihr genau hier wieder nennen. Hier kann man Gaschakerne pflanzen. Okay, mache ich. Ah, jetzt ist Impa nicht mehr hier, sondern drinnen. Wo kann der Tempel der Jahreszeiten versteckt sein? Hat denn niemand einen Hinweis? Ich habe sein seltsames Mädel mit in Kapuze und mit Schleife gesehen. Es war östlich der Stadt, glaube ich. Ah ja. Kennst du die Eulenstatuen? Nein. Dann erkläre ich es. Die Eulenstatuen sind mystischen Ursprungs. Sie geben Hinweise, wenn ein bestimmter Kern auf sie gelegt wird. Achso, ja, die. Ja. Was hat das eher? Achso, diese Blume ist spitze. Ja, das kennen wir schon. Im Frühling schießt er nach oben. Außerhalb des Dorfes wimmelt es von Monstern. Ich traue mich hier nicht allein darauf hinaus. Das macht ja Nups. Eigentlich wollte ich nämlich hier runtergehen. Ach nee, das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte hier runtergehen. Warte, junge Reisende. Ich bin Sokra, ein wandernder Prophet. Ah, ich spüre es. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Die vier Geister rufen nach dir. Glaube dir keinen Fehler. Der Tempel der Jahreszeiten ist immer noch in dieser Welt. Solltest du einen Tempel finden, dann suche die dort lebenden Geister auf. Sie können dir helfen. Glückliche Reise. Ah ja. Jetzt müsste nämlich hier unten. Nein. Ach, dann ist es nur im Frühling. Nein.
Hä, warum sind da keine... Egal, ich werde jetzt erstmal den Ring schätzen lassen. Schätzen. Ich sehe, es ist ein Gärtnerring. Signalisiert Gasha bitte. Das ist, was dieser Ring ist. Ich setze ihn auf die Liste. Welchen Ring darf ich schätzen? Ich sehe, das ist ein Divis-Ring rot. Halber Schaden bei Stachelböden. Das ist, was dieser Ring ist. Ich setze ihn auf die Liste. Das ist ein Raubschleimring. Metamorphose zum Raubschleim. Das ist, was dieser Ring ist. Ich setze ihn auf die Liste. Ah ja. Vergiss nicht, die Ringe sind unwirksam, wenn sie nicht getragen werden. Das kennen wir ja schon. Halt dein Herzteil, sehr schön. Zweihundert Rubinen waren in der Nuss, okay. Müssen wir da endlich wieder die Kerne nachwachsen. Ne, anscheinend ist das irgendwie zeitbasiert. Also nicht jahreszeitenbasiert. Schauen wir doch mal. Ich glaube, es ist eine Anspielung, die auch jeder versteht. Da ist der Strand. Ich will zurück zu den anderen Matrosen und das Schiff flott machen, aber der Captain meinte, komm mir nicht ohne die Glocke zurück. Warum kann mir keiner helfen? Okay. Samasa-Wüste voraus. Furchtbar, so ein Tempel ist auf den Subrosia gestürzt. Was ist das, ein Tempel? Dabei ist Subrosia doch ein geheimer Ort. Hoffentlich sieht mich keiner, während ich zurückkehre. Ja, stimmt, ich glaube, man muss sie ausweichen.
glaube, das ist sogar random, wie sie läuft. Das ist ja gemein. Wintergehölz ist nach rechts, Horndorf nach unten. Das ist eigentlich ein cooler Effekt. Oh, Moment, ich habe eine Werbung. Und hier kann ich zurück. Okay, hat was. Irgendein Tempel ist auf das Ostzentrum gestürzt. Na, du hast ja selten dämliche Klamotten an. Wo findet man denn sowas? Wenn du den Subrosia-Tanzmeisterst, kannst du einen Bumerang bekommen. Sachen aufsammeln, Schalter umlegen und aus der Ferne Monster besiegen. Sein Bumerang ist praktisch. Ich habe viel zu tun rund um den Tempel östlich. Von hier gibt es viele große Erzbrocken. Rubine nützen dir rein gar nichts. Du brauchst Erzbrocken. Ja, der Bereich hat sogar eine eigene Weltkarte, was sehr witzig ist. Hier findet man total viel Erzbrocken. Endlich bist du gekommen. Als der Tempel versenkt wurde, zweifelte ich, ob du herkommen würdest, um mich zu sehen. Dieser Tempel der Jahreszeiten ist der Ort, dem wir vier Geister innewohnen. Ich habe lange auf dich gewartet. Magst du den Frühling oder den Sommer? Den Herbst? Nicht doch, du wirst den Winter lieben. Erhalte den Stab der Jahreszeiten und suche uns, die wir in den vier Ecktürmen erwarten. Du hältst den Stab der Jahreszeiten, Kraft der Geister der Jahreszeiten. Kann man mit ihm die Jahreszeiten ändern. Yay, sehr schön. Nun bringe uns Geistern der Jahreszeiten den Stab der Jahreszeiten zu den vier Türmen. Das ist ein Schloss. Okay, ja, da muss man wahrscheinlich etwas machen. Da brauche ich wahrscheinlich jetzt den... Nee, warte mal. Ich brauche noch was, keinen Bumerang. Normalerweise müsste ich doch auch... Ich wusste doch, dass das sowas gehen müsste.
Danke, dass du kommst, Träger des heiligen Zeichens. Der Geist des Winters hat dich erwartet. Wir schätzen dienen als unsere werte Gefährtin. Nun lasse mich dem Stab, den du führst, die Kraft des Wintergeistes verleihen. Schwingst du den Stab von einem Baumstumpf aus, sollen sich die Jahreszeiten ändern. Im Winter friert das Wasser und Schnee häuft sich an. Suche auch die anderen drei Geister auf. Bitte eile dien zur Hilfe. Dem Stab der Jahreszeiten wurde der Hauch des Winters verliehen. Erklettere einen Baumstumpf, um den nächsten Winter herbeizurufen. War also der Stab der Jahreszeiten. Neue Wege erschließen sich nun dank seiner Kraft. Im Traum sah ich ein Gehölz östlich von hier. Dort mag eine Essenz liegen. Mob, kannst du an meiner Stelle dorthin gehen? Wie will der Baum da hingehen, frage ich mich gerade. Jetzt kommt immer ein Brocken vor. Achso. Ja, dann weiß ich schon mal, wo ich hin muss. Erzbrocken, lalala, Erzbrocken, lalala, okay. Ich bin hier, okay. Nee, warte mal. Das ist ein cooler Überblendeffekt, muss ich sagen. Das ist er. Du hast ihn, den Stab der Jahreszeiten. Wenn dem Stab der Jahreszeiten die Kräfte der Geister des Jahreszeiten, der Jahreszeiten in der Wohnung, kannst du die Jahreszeiten ändern. Aber bislang hat er nur die Kraft des Winters. Schwinge den Stab von einem Baumstumpf aus, um seine Kraft zu entfalten. Hast du das verstanden? Ja. Wenn der Tempel der Jahreszeiten in dieses Land namens Subrosia gefallen ist, dann muss es weitere Eingänge zum subrosianischen Grund geben. Du musst sie finden. Vielleicht musst du noch mehrmals den Tempel der Jahreszeiten aussuchen. Ja, logisch muss ich das. Hier trennen sich nun unsere Wege. Warum sie das hier nochmal eingebaut haben, bin ich mir nicht so ganz klar. Aber, So. Danke dir, dass du für eine neue Tür aufkommst.
Ich hab's gewusst. Das ist eine Anspielung auf das erste Cell of Man. Der erste gab es nämlich auch diesen Gag. Wartungsarbeiten erforderlich. Schornsteinfeger gesucht. Wasserfälle entspringen der versunkenen Stadt Atlantis, Oh, du hast mich ganz schön erschreckt. Plötzlich wird es Winter und dann rauschst du noch den Schornstein herunter. Ey, du bist ja gar kein echter Kaminkehrer. Dann nimm diese Schaufel und schaff bitte den Schnee vom Gehsteig. Du darfst die Schaufel behalten. Du hältst die Schaufel und kannst im Erdreich graben. Das ist ja praktisch. Ich wusste gar nicht, dass da die Schaufel ist, aber ich hatte mir sowas in der Art gedacht. Da ist der nächste Dungeon. Letzte Kanonkerne, ihre Wirkung ist geheimnisvoll. Teste sie an vielen Dingen. Öffne den Saatbeutel, um sie einzusetzen. Sehr schön. Vergiss nicht, mehr Kanonkerne zu geben. Thank you.
Ob gut auf abgepasst. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ja. Am Rande von Linderdorf lebt ein Mann mit dem Namen Tingel. Er glaubt, eine Fee zu sein. Ich möchte, dass du ihm ein Geheimnis überbringst. Verstanden? Das ist es. Das muss ich mir jetzt schnell notieren. Gut, habe ich mir nämlich jetzt notiert. Verstanden? Ja. Vergiss es nicht. Ich würde die ganzen Dinger mal abarbeiten. Level 2 Schlangengrube, aber was uns hier erwartet, das einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Teil hat gefallen. Und ja, dann wird es nächstes Mal wieder entscheiden. Dann springen wir in die Schlangengrube. Ich hasse Schlangen.